Auf geht's, Burm. Also, wie man sieht, ne, sind wir so ein bisschen in bayerischer Vorfreude. Erstmal Stoß. Prost. Zum Wohl. Kinder Oberbayern. Diesmal lassen wir mal Südtirol Südtirol sein und Österreich lassen wir auch mal hinter den Bergen. Wir bleiben mal vor dem ersten Alpenhauptkamm oder vor den großen Bergen. Wir bleiben südlich von München. Das ist, das ist ein kleines Dorf, das kennen die wenigsten. Jetzt muss ich erst mal überlegen, wie heißt das überhaupt? Zur Brücke. Wo ist das überhaupt, dieses Hotel zur Brücke? Das ist in Eschenlohe. Genau, aber das ist so klein, da bist du so schnell wieder vorbeigefahren. Aber das ist eigentlich ganz cool gelegen. Und zwar ganz in der Nähe ist Garmisch-Partenkirchen. So, und weil ich jetzt eben gerade gesagt habe, auf geht's, Burm. Servus im Zugspitzland, könnte das Motto von heute heißen. Und da wollen wir mal ein Hotel besuchen. Das ist das Hotel zur Brücke. Und weil die eine eigene Metzgerei haben, haben wir gedacht, boah, was die können, das können wir auch. Ne? Und so ein bisschen Weißwurst essen, das soll ja auch eine Kunst für sich sein. Ne? Ich glaube irgendwie, manche nennen das auch Zurzeln. Ich bin da so ein bisschen anders. Ich habe da so meine eigene Technik. Ich ziehe da nämlich vorher der Wurst mal ganz gepflegt. Oh gut, gepflegt ist was anderes. Ziehe ich die Pelle ab. Und entsorgt das irgendwo beim Nachbarn. Während sie schon isst und ich immer noch am Sabbeln bin, trinkt er lieber. Will ich mal kurz was vom Hotel sagen. Also, ich sprach ja schon davon, dass sie eine Metzgerei haben. Und so eine Metzgerei kann natürlich auch die Küche eines Hotels beeinflussen. Wir haben keinen Gemüseladen, sondern eine Metzgerei. Und in der Metzgerei gibt es natürlich einen Schelm, der Böses dabei denkt. An alle Frauen. Also, wenn er mit so einem Ding kommt, solltet ihr euch einen neuen suchen. Richtig hart ist das auch nicht. Aber das ist ein anderes Thema. Was haben wir denn? Also, Semmelknödel, Dampfnudeln, Schweinshaxen, Sauerkraut. Aber für die süße Abteilung gibt es sicherlich auch so irgendwie so Germknödel oder sowas. Mit Sicherheit. So. Und dann haben die da im Hotel, haben die da eine schöne Terrasse direkt. Und da ist ein Fluss. Ich weiß nicht, ob das jetzt die Loisach ist. Na, die Isar ist es nicht. Aber ich glaube, das ist die Loisach. Irgendwie da so ein Fluss. Der rauscht da so lang am Hotel. Und dann haben die da einen Biergarten. Das ist ja, apropos Biergarten. Auch gutes bayerisches Bier. Wohl sein. Ne? Ach, wisst ihr was? Wir machen das einfach mal so. Wir lassen gleich mal ein Video laufen und dann kann ich hier in Ruhe meine Wurst essen. Und ihr braucht das Gesabbel nicht. Worte sagen nämlich viel weniger als ganz viel Bilder. Macht's gut. Bis die Tage. Haut rein.
Kuckuck, Simsalabim, Bamba, Salado, Saladim, auf einem Baum ein Kuckuck saß. Nachdem ich ja die Wurst und das Bier jetzt ganz gut verdaut habe, ich bin doch noch was schuldig, und zwar das Angebot. Ich habe hier so ein schönes langes Wochenende für Genießer. Guck mal, das gibt es im Einzelzimmer, gibt es das ab 150, und im Doppelzimmer für die drei Nächte von Donnerstag bis Sonntag gibt es das für 120. So, wer dann auch so ein bisschen fülliger werden will und wem die gute bayerische Küche dann auch genauso gefällt wie mir, dann haben wir hier die Bayerische Genießerwoche, 7 Nächte im Doppel- oder Einzelzimmer. Das heißt, im Doppelzimmer ab 280 und im Einzelzimmer geht das ab 350 Euro los. So, und das gut, ist ja mit Frühstück und allem Pipapo. Und abends dann im Wirtshaus oder meinetwegen auf der Terrasse draußen im Biergarten könnt ihr euch einen schönen Schweinsbraten reinballern. Das ist nochmal alles hinzubuchbar à la carte. Also, wir blenden euch das nochmal ein, damit ihr euch nochmal in Ruhe angucken könnt, und buchen, wie gehabt, auf alpentoll.de/, ich glaube, zur Brücke oder nur Brücke. Müssen wir gleich mal gucken, steht da irgendwo bei uns. Ne? Haut rein, bis denn!